und das hat wirklich Spaß gemacht. Hallo, aber nicht so viel Spaß wie unsere letzten beiden Folgen. Hier noch einmal ein kurzer Überblick. Mein Chef Lorenz Limburger war den Bikermäusen, die ihm Übles wollten, in die Hände gefallen. Nachdem sie ihn auf den Mars geschafft hatten, um ihn dort vor Gericht zu stellen, war Chicago einem neuen plutarchischen Angriff hilflos ausgeliefert. Zu ihrer grenzenlosen Überraschung wurden die Bikermäuse von ihren früheren Kameraden in den Kerker geworfen. Mein Chef Lorenz Limburger ist dagegen schnell wieder befreit worden. Die Bikermäuse konnten zwar auch entkommen und trafen Charlie wieder, aber sie gerieten vom Regen in die Traufe. Limburger hatte nämlich beschlossen, gleich mehrere Fliegen bzw. Mäuse mit einer Klappe zu schlagen. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Das könnte die Chance für uns sein. Wisst ihr, wir gehen doch immer wieder den Weg des größtmöglichen Widerstands. Das macht das Leben doch lebenswert, oder? Ihr müsst sie freilassen, nur sie können das Ding aufhalten. Unmöglich, niemand stoppt einen Asteroiden dieser Größe. Aber wir können es versuchen. Ja, Charlie hat unsere Kisten bis zum Geht nicht mehr aufgemotzt. Wenn jemand die Frostbeule erwischt, ehe sie aufschlägt, dann wir. Und außerdem sind wir Helden. Carbine, hör mir mal zu. Trotz allem, was geschehen ist, habe ich nie vergessen, was wir beide einander bedeutet haben. Vertrau mir, ich werde dich nicht enttäuschen. Das will ich dir auch raten. Rette uns und du wirst es nicht bereuen. Oh, die kleine Maus hat es aber ganz schön erwischt. Sattelt die Hühner! Helm aufs Space-Programm, Jungs. Hier oben ist die Luft ziemlich dünn. Hey, solche Sprünge sind doch wie Dynamit. Sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Die Zündung einschalten. Wir haben das Zeug. Uns dahin zu wagen, wo noch keine Maus vor uns gewesen ist. Das ist ja unglaublich. So kenne ich meine Jungs. Wir knacken die Frostbeule, Jungs. Juhu! Biker Banzai! Na, wer sagt's denn? War doch gar nicht so übel. Als wir angekommen sind, haben sie uns einen kühlen Empfang bereitet. Vielleicht erwärmen sie sich jetzt ein bisschen für uns. Apropos warm. Jo, es ist heiß. Krallt euch alle so einen Eiswürfel, Jungs. Ja, sollen die sich für uns die Finger verbrennen. Yay! Yeah. Ich schon. Sie haben es geschafft. Sie sind auch die Besten. Natürlich gilt das auch für Ihre Bikes. Ah, ist doch nicht der Rede wert. Danke, danke. Keine Ovationen, bitte. Oh, nicht zu fassen. Haben wir dich jetzt von unseren guten Absichten überzeugt, Carmine? Ja, unser Misstrauen war unbegründet. Ihr habt uns das Leben gerettet. Aber Carmine... Seht mal! Die Eisglatzer tauen auf. Sie werden zu Regen. Oh, Regen. Ihr habt uns das Wasser zurückgebracht. Ihr habt nicht nur unser Leben, sondern auch unseren Planeten gerettet. Verzeihung, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Genau, unser stinkender Limburger geistert hier noch rum. Und die Erde ist in Gefahr, solange er frei herumläuft. Genau. Außerdem haben wir eine Rechnung zu begleichen. Du sagst es. Mit Rock and Roll!
einmal zurück. Irgendwann. Hey, ich warte auf dich! Beeilen Sie sich, Sie entsetzlicher Forscher! Plutarch hat alle Mars-Raumschiffe vor langer Zeit vernichtet. Wenn wir zurück auf die Erde gehen können, werden die Bikermäuse bis in alle Ewigkeit auf dem Mars festsitzen. Na, einmal kurzfristige Beförderung zur Erde. Kommt sofort, euer ätzende Unzufriedenheit. Oh! Face, wir wollten nur kurz über den Videofilm mit dir reden, den du gemacht hast. Lass mich wieder los, ich weiß gar nicht, welchen Videofilm du meinst. Den du so manipuliert hast, dass es aussieht, als würden wir für dich arbeiten und dann auf den Mars überspielt hast. Ich habe niemals... Ach nein, also wenn du es nicht warst, wer war's dann? Ja, wer hätte Interesse daran, uns und den Stinker loszuwerden? Eine ausgezeichnete Frage. Auf die es nur eine einzige lausige Antwort gibt. Es war... Napoleon Brie! Richtig, ich bin es tatsächlich gewesen, der für euren unfreundlichen Empfang auf dem Mars gesorgt hat. Aber wie ich mit größtem Missvergnügen feststellen muss, ist es euch gelungen, zurückzukehren. Und meinen alten Rivalen Limburger habt ihr auch wieder mitgebracht. Eigentlich beeindruckend. Ja, Freunde, hier ist eine doppelte Gratulation angebracht. Glückwunsch an mich, denn ich bin jetzt der Herrscher von Chicago und Detroit. Und an euch zu eurem großartigen Triumphmarsch ins Grab. Vernichtet sie! Oh Mann, freut sich denn eigentlich nie einer, uns zu sehen? Tja, du weißt ja, wie unser nasses Fell stinkt. Da ist man bloß ein paar Tage auf Urlaub und was passiert? Außerirdische bringen unsere Heimatstadt in ihre Gewalt. Also, ich muss schon sagen, jetzt übertreiben Sie ein bisschen, Herr Kollege. Methoden, wie Sie sie anwenden wollen, sind völlig unangebracht. Wir können uns doch ganz bestimmt auf eine friedliche Regelung einigen. Auf einen Zusammenschluss unserer Interessen. Ich bin im Grunde meines Herzens großzügig, fast schon zu großzügig. Überleg doch mal. Limousinen, pures Gold, einen Fischteich und ein Buffet von Schleimwürmern. Das ist ja wirklich ein verlockendes Angebot. Aber erlaube mir bitte, dir einen Gegenvorschlag zu machen. Nummer eins. Ziemlich unberechenbar, der Junge. Scheinbar sind die Verhandlungen abgebrochen worden. Ich schätze, dann sollten wir sie jetzt auf unsere Art weiterführen. Dann mal los. Schnell, wir müssen den Mäusen hinterher. Warum denn? Ich will dir sagen, warum. Die Mäuse werden uns den Weg frei machen und wir können uns in Sicherheit bringen. Und jetzt bewegt den Licht- und Tiefflieger. Wartet auf mich, euer niederträchtige Vollfertigkeit. Tut mir leid, mein lieber Kopfunkel, aber jetzt ist jedermann, oder was immer sie auch sein mögen, auf sich allein gestellt. Ah, worauf wartet ihr jetzt an meinem Ziel? Löscht sie aus, ihr müsst sie platt machen. Los, los, los. Diese Typen haben ja einen fürchterlichen Geschmack. Verzeihung, aber die Mäuse hängen uns ab, Schäfchen. Wir sind nicht schnell genug. Ach nein, dann müssen wir wohl ein bisschen Ballast abwerfen. Der Asteroiden-Anlocker, wenn Brie den in die Finger kriegt, dann... Ich muss ihn unbedingt beseitigen. War ein erstklassiger Plan. Charlie, was ist denn? Die etwas andere Fluglinie. Die mit dem besonderen Service. Juhu! Ja. Jungs, Jungs! Charlie ist noch da drin. Wir müssen zurück. Jupsa. Oh, machen wir auch, Winnie, aber nicht auf diesem Weg. Ja, wir wollen doch nicht, dass Charlie ins Kreuzfeuer kommt. Dann mal ab die Post. So aus, als wären die Jungs entkommen. Ich muss dafür sorgen, dass das Ding nicht diesem geisteskranken Spinner in die Hände fällt. Leichter gesagt als getan. Hm.
einen Plan. So, dann hat Limburger sie also sich selbst überlassen. Ich wollte schon immer einen wahnsinnigen Wissenschaftler für mich allein haben, ganz besonders einen, der Limburgers Geheimnisse kennt. Wollen Sie für mich arbeiten? Ich zahle Spitzengehälter. Ich denke nicht daran. Unverschämt, mir so ein Angebot zu machen. Niemals würde ich seine stinkend schimmlige Herrlichkeit... Sagten Sie gerade Spitzengehälter? Ein Vierteldollar. Ein Vierteldollar? Also ich, das ist... Eure Großzügigkeit wird dankbar zur Kenntnis genommen, euer galaktische Niederträchtigkeit. Betrachtet mich als euren ewig treuen, untertänigen Diener, euer abartige Hässlichkeit. Sehr gut, ausgezeichnet, dann reparierende Transporter. Ich habe nämlich eine ganz spezielle Gemeinheit für meinen Widersacher geplant. Immer krieg ich die doofen Aufgaben draufgedrückt. Bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck. Hol dir die Mäuse. Und halt den Mund. Was soll denn das für ein Beruf sein? Aber meine hochverehrten Bikermäuse, wie kommt ihr denn auf die unsinnige Idee, dass ich hier einen Geheimgang haben könnte? Na, wenn du keinen hast, dann werden wir uns den Weg in deinen Bau durch die feindlichen Linien freischießen müssen. Mit dir als Schutzschild. Eine überzeugende Argumentation. Nun denn, hier ist das Geheimnis, nach dem ihr sucht. Eine direkte Verbindung zu meinem Büro. Ich habe sie eingebaut für den Fall, dass eine Naturkatastrophe eintritt, so wie ihr eine seid. Nicht schlecht, Käsefuß. Zugegeben, ich finde es auch raffiniert. Also, wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet, ich gehe rasch zur Rückseite. Oh, nein, Stinker, du wirst nirgendwo hingehen. Du bleibst bei uns, bis Charlie in Sicherheit ist. Ich verabscheue solche Situationen. Sie sind so entwürdigend. Oh Mann, hier sieht man ja die eigene Pfote nicht vor Augen. Au, pass auf, wo du hintrittst, du Schwachkopf. Ich pass nicht auf, ich verpass dir lieber ein. Au, Mordo. Oh. Entschuldige, Kumpel. Hey, runter von meinem Schwanz. Oh Mann, der hätte ja auch wirklich ein paar Fenster einbauen lassen können. Wenn ich das gemacht hätte, dann wäre es wohl kaum ein Geheimgang geworden, oder? Aber irgendwo hier muss gleich die Tür sein. Ah ja, hier vorne. Oh, das blendet ja fast so schlimm wie eine Taschenlampe. Du sagst es, die Lage hat sich aufgehellt. Also los, suchen wir Charlie. Da seid ihr ja. Schön, euch zu sehen. Limburger und die Bikermäuse. Wisst ihr, ich habe eure Ankunft schon sehnlichst erwartet. Ich bin so frei gewesen, ein paar alte Freunde zur Wiedersehensfeier einzuladen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin zurück. Rattengeil! Das sind wirklich nette Zeitgenossen, oder Jungs? Du hast ja eine ganze Menge Feinde, Dicker. Scheint so. Dabei wollte ich nichts weiter als die Erde vernichten. Ich weiß gar nicht, was die gegen mich haben. Ran an den Speck, macht sie fertig! Vielleicht wären wir besser auf dem Mars geblieben. Was? Da wäre uns ja die ganze schöne Keilerei entgangen. Niemals! Ja! Liquidiert sie, verdammt! Wie soll's jetzt weitergehen? Habt ihr Charlie irgendwo gesehen? Nein, aber sie muss sich hier irgendwo verstecken. Okay. Machen wir sie erstmal nieder. Ja, das ist eine Party. Ich werde erstmal eine Runde aussetzen, wenn's euch recht ist. Oder? Jetzt schießen wir euch mal ein paar schöne Mauselöcher! Das wollte ich schon immer mal machen. Oh, ich darf schon wieder einmal nicht mitmachen, wenn es lustig wird. Die Jungs haben sich zurückgemeldet. Jetzt kann ich endlich diesen Kasten hier rausschaffen, bevor ihr diese brutakischen Stinker in die Finger bekommt. Unsere ganze schöne Strategie ist im Eimer. Lassen Sie sich jetzt ganz schnell etwas einfallen, Brie. Die Bikermäuse sind zurückgekommen, weil sie die Rothaarige suchen. Sie muss doch irgendwo im Gebäude sein. Schnappt sie euch. Bringt sie blitzartig hierher.
Dieser verdammte Brief wird mir noch meine ganze Zentrale kaputt machen. Absolut geschmacklos. Was machst du denn da, schönes Kleine? Nur ein paar Überstunden. Doch nicht in dieser Firma. Wir müssen sowieso schon Personal abbauen. Ja, das kannst du laut sagen. So, Jungs, der Hausputz ist fertig. Ja, lasst uns jetzt den Schrott wegschaffen. Nicht so eilig, Bäckermäuse. Hasta la vista, Käsefresser. Jetzt werde ich euch die Hucke voll bienen. Ist doch nett, so ein Mäusepreis schießen. Eine echte Freude. Oh Mann, haben wir diese Nummer nicht schon x-mal durchgekaut? Was ist denn das? Schon wieder. Ich darf nie mitmachen, wenn's lustig wird. Bloß weil ich beim letzten Mal ein bisschen zu viel Öl verspritzt habe, lassen Sie mich jetzt überhaupt nicht mehr mitspielen. Brüder, wir müssen jetzt endlich mal so etwas wie eine Betriebskrankenkasse gründen. Du hast dir einen Haufen Ärger eingehandelt, du Stinkfisch. Jetzt werden wir dich und Limburger mal ein bisschen durch unsere Käsemühle jagen. Immer langsam mit den Lungenmäusen. Seht mal, was ich hier habe. Charlie! Hi, Jungs. Entschuldigung. Oh, Mann! Meine Trumpfkarte hat gestochen. Ergebt euch, ihr Mäuseriche. Und was meine lieben Rivalen Limburger angeht... Ja, ich weiß schon. Einen Moment. Eine hervorragende Aktion. Was Weitsicht und Intellekt betrifft, bist du mir haushoch überlegen. Ich gebe mich geschlagen. Erlaube mir, dir untertänigst die Hand zu schütteln. Hey, was ist denn mit denen los? Was hast du vor, Limburger? Wer, ich? Gar nichts. Du scheinst unter Verfolgungswahn zu leiden, mein lieber Plutarchier. Nun denn, ich werde jetzt ein paar Sachen zusammenpacken gehen. Hey, was machst du hier für krumme Sachen? Hey, Feuermelder, so spricht man doch nicht mit einem Übergebenen. Was? Das heißt wie, bitte, wenn's recht ist. Und außerdem hat mein alter Freund aus der Fischschule beschlossen, über unsere kleine Rivalität hinwegzusehen. Du solltest nicht vergessen, dass wir beide gute Plutarchier sind. Und darum hat er mir auch gerade eben deinen Job übertragen. Was? Nein. Oh doch, ich fürchte schon, dass es so ist. Nummer eins, du siehst jetzt schon älter aus, als du werden kannst. Nummer zwei. Du hinterhältiger, mieser, fischköpfiger Bastard. Was? Warte. Die scheinen ein paar Differenzen zu haben. Riechen tut's jedenfalls ranzig. Los, komm, befreien wir Charlie. Ich hoffe, ihr seid euch darüber im Klaren, euer niederträchtige Käsigkeit. Dass ich nur so getan habe, als würde ich mich auf die Seite des Fischmanns schlagen. Sei still, du verräterische intellektuellen Seele. Und was dich anbetrifft, mein guter Brief, möchte ich dir einen guten Rat mit auf den Weg geben. Versuch keine krummen Touren mehr mit Lawrence Limburger. Schön, dass du gut erhalten bist, Charlie. Es wird langsam Zeit, dass ihr kommt. Und Ihnen möchte ich auch was sagen, mein lieber Doktor. Ein guter Geschäftsmann ist auch immer ein guter Regisseur. Und ein guter Regisseur weiß immer, wann es an der Zeit ist, eine dramatische Szene zu beenden. Mist, der Stinker ist uns entwischt. Oh Mann, was machen wir jetzt? Abhauen. Was? Was redest du da, Schätzchen? Traut mir doch nur dieses eine Mal, okay? Mist, die Party ist vorbei und sie haben mich kein bisschen mitspielen lassen. Ich möchte wetten, die haben mir nicht einmal was von dem Eis aufgehoben und den Kuchen haben sie auch aufgegessen. Es war wieder mal ein kostspieliger Fehlschlag. Und außerdem ist es außerordentlich anstrengend gewesen. Ach, ich glaube, ich passe. Carbuncle, bringen Sie mir sofort etwas Erfrischendes zu trinken. Irgendwas mit sehr viel Eis. Also was diese Bitte angeht, sehe ich keinerlei Probleme, euer drängende Durstigkeit. Der Drink kommt sozusagen frei Haus. Hoffentlich ist es Ihnen jetzt nicht so viel Eis gewesen. Man könnte sagen, mein Vermögen ist jetzt eingefroren. Wahnsinn, so ein Tag. Wir haben zwei Planeten gerettet. Ein Stinkekäse liegt auf Eis.
zumindest für ein Weilchen. Wie wär's, wenn wir uns jetzt einen Hotdog krallen? Oh Mann, das ist mir aus der Seele gesprochen, ist es. Also dann los mit Rock and Roll! Wir sind hier noch nicht fertig, Carbine. Aber irgendwann kommen wir zurück, das verspreche ich. Euch und die Freiheitskämpfer vom Mars wird man niemals vergessen!